Guten Tag. Sie wollen Noten lernen in 10 Tagen, weil Sie aus unterschiedlichen Gründen keinen professionellen Unterricht erhalten können. Heute haben wir die dritte Stunde. Bis jetzt haben wir Folgendes gelernt. Die ganze, halbe und Viertelnote. Die Töne C, A und D. Zwei Übungsstücke. Und zwei Lieder auf der Flöte. Falls Sie die früheren Stunden nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen, sie zuerst anzuschauen. Heute lernen wir den Ton H. Bevor wir weitergehen, weise ich ausdrücklich darauf hin, dass fundiertes Lernen in der Regel nur durch guten Unterricht von einer ausgebildeten Lehrkraft erreicht wird, was durch diesen Kurs nicht ersetzt werden kann. Nun genug der Vorrede. Die Stunde fängt an. Viel Spaß! Das H liegt auf der dritten Linie sowohl von unten als auch von oben und ist somit ganz in der Mitte. Der Notenhals klebt bei H und bei den Tönen, die höher als H sind, links an der Note und zeigt nach unten. Für C benutzen wir den Daumen und den Mittelfinger. Bei H benutzen wir statt des Mittelfingers den Zeigefinger. Lassen Sie uns jetzt das Lied H ist in der Mitte nach Text singen. Ich decke dabei mit meinen Fingern die Löcher den Tönen entsprechend zu und auf. Zuerst singe ich. 1, 2, 3, 4. C ist oben, A ist unten, H ist in der Mitte. Bitte singen Sie jetzt mit. Wer nicht singen kann, kann auch sprechen. 1, 2, 3, 4. C ist oben, A ist unten, H ist in der Mitte. Jetzt singe ich nach Noten. 1, 2, 3, 4. C, 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 A, 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 H, 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 C, C. Bitte singen Sie jetzt mit, wobei Sie versuchen, auf der Flöte ohne Ton zu greifen. Vor dem dritten Takt soll der Mittelfinger gehoben werden. Und der Fingerwechsel von H zu C vom dritten auf den vierten Takt könnte einigen von Ihnen vielleicht etwas schwer fallen. Bitte halten Sie in dem Fall das Video an und üben es mehrmals. Um alles deutlich zu zeigen, bewege ich die Finger mehr als üblich. Sie sollten sie aber bitte so wenig wie möglich bewegen. 1, 2, 3, 4. C, 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 A, 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 H, 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 C, C. Wir machen es noch einmal, aber diesmal mit Flöte. Bitte stoßen Sie alle Töne mit Dü an. Es sollte aber nicht zu hart sein. Ich mache es zuerst. 1, 2, 3, 4. Nun machen Sie mit. 1, 2, 3, 4. Gut. Als letztes sollten Sie H jeweils mit einer ganzen, einer halben und einer Viertelnote schreiben und das ganze Lied, H ist in der Mitte, abschreiben. Prima!
Sie haben heute viel gelernt. Den Ton H. Und das Lied H ist in der Mitte. Um alles zu vertiefen, üben Sie sie bitte am besten direkt danach noch einmal. Im Übrigen können Sie, wenn Sie wollen, die Begleitnoten zu diesem Kurs beim Notenshop Kumai www.notenshop-kumai.de erwerben. Wenn Sie den Kurs weitermachen wollen, abonnieren Sie bitte unseren Kanal, damit Sie weitere Videos finden können. Das war's für heute. Beim nächsten Mal lernen wir wieder etwas Neues. Bis morgen. Auf Wiedersehen.